Hey meine Lieben, ich war heute bei der Nagelmodellage und habe mir neue Nägel machen lassen. Also die Farbe und die Modellage. Schick, nicht wahr? So metallic ist das jetzt diesmal. Toll. Und danach dachte ich mir, ich gehe mal einkaufen. Auf dem Weg lag Edeka und somit bin ich voll bepackt mit tollen Sachen. Hab natürlich dabei an euch gedacht. Na klar, jetzt kommt ein schönes Haul-Video. Insgesamt habe ich heute 79,03 € bezahlt. Und ich will euch natürlich nicht vorenthalten, was ich alles dafür gekauft habe. Wenn man zu Edeka reingeht, kommt man ja zuerst mal in die Gemüse- und Obstabteilung. Und da habe ich natürlich auch schon schön zugeschlagen. Natürlich einmal Rucola für meinen wundervollen Salat. Zweimal Frühlingszwiebeln. Ich habe mir dieses Mal so richtig schöne aussuchen können. Die hatten diesmal richtig frische. Einmal Mangold. Das ist so ein Wintergemüse. Übertrieben gesund, aber den sollte man nicht zu lange im Kühlschrank liegen lassen. Denn dann verliert er seine Wirkstoffe. Und ja, das wollen wir ja nicht. Wieder lecker zwei Avocados. Diesmal sind es Hass-Avocados. Genussreif. Zwei wunderbare Artischocken. Daraus mache ich Artischocken à la Barijoule nach dem Rezept meiner Freundin. Und das ist so lecker. Eine Naschi-Birne. Kennt ihr die? Ja, bestimmt. Ne? Die ist schön süß, knackig, lecker. Aber ich benutze die zum Kochen. Und zwar mache ich daraus ein koreanisches Essen, nennt sich Bulgogi. Guten, gesunden Ingwer. Übrigens habe ich für euch einen Tipp. Was das Ingwer kaufen betrifft, wenn ihr mal Ingwer kauft, dann macht einfach den hier und dann merkt ihr letztendlich, ob der Ingwer frisch ist oder schon ein bisschen älter. Dann habe ich hier eine leckere Papaya. Die Papaya lasse ich immer meistens so 3 Tage bei mir einfach draußen liegen, nicht in den Kühlschrank packen. Nach 3 Tagen beginnt sie dann richtig reif zu werden und dann ist sie super süß. Das kann ich euch empfehlen. Wenn ihr euch für eine Papaya entscheidet, dann lasst die einfach so 3-4 Tage nochmal draußen liegen. Auch wenn die schon ein paar schwarze Punkte hat, glaubt mir, innen drin wird sie dann so richtig schön gold-orange sein und dann super, super lecker sein. Diesmal habe ich mir auch ein paar Austernpilze gegönnt. Die sind ein bisschen teurer, aber ab und zu, wie gesagt, muss man sich ja mal was gönnen. Was ich mittlerweile sehr, sehr schön finde an Edeka ist, die haben hier so Tüten, also für Gemüse und Obst, ja, was aus nachwachsenden Rohstoffen, also hier steht Rohrzucker, besteht. Und das finde ich natürlich super toll. Auch sehr, sehr schön schonend für die Umwelt. Ich denke, da sollte jeder mal so ein bisschen nachdenken, da in der Hinsicht nachzurüsten. Genauso wie Edeka. Bio-Knoblauch habe ich mir diesmal auch eingepackt. Für zwischendurch nasche ich natürlich sehr, sehr gern. Ich mag es eher so ein bisschen herzhaft zu naschen. Und von daher habe ich mir diesmal Weinbergblätter eingepackt. Oh, die nasche ich dann einfach so weg. 2 Milchprodukte habe ich mir natürlich auch eingepackt. Einmal die gute irische Butter. Und einmal frische Bio-Heumilch. Ich bin gespannt, wie sie schmecken wird. Es ist ein 3,8% Fett und ja, wird bestimmt lecker sein. Im Kühlregal habe ich natürlich meinen wunderbaren Zant-Albari-Käse. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Jedenfalls kann ich ihn euch empfehlen. Er ist übertrieben lecker, wenn ihr wirklich auf so cremige Käsesorten steht. Sehr, sehr gut. Und dann natürlich zum Rucola-Salat meinen Serrano-Schinken, den brauche ich jedes Mal dazu. Und der gute alte Frühstücksspeck. So ein bisschen zum Ei. Aber ich musste den ja natürlich auch kaufen für meine Artischocken à la Barijoule. Ja, ich esse sehr, sehr gerne Speck zum Frühstück. Wenn man mal Zeit hat, macht man so einen richtig schönen, leckeren, knackigen Bacon. Und dazu schöne Eier. Ich habe, beziehungsweise ich kaufe bei Edeka, da gibt es nämlich die wunderbaren Demeter-Eier. Das ist eine Stufe höher als Bio. Die schmecken fantastisch, schmecken als wären sie wirklich vom Bauern. Ja? Und ja, super. Kann ich euch nur empfehlen. Die sind natürlich auch ein bisschen teurer, aber dafür kann man sich sicher sein, dass es den Hühnern da gut geht. Beim Einkauf ist mir die Qualität nämlich sehr, sehr doll wichtig. Ich bin eher so ein Mensch, der auf Qualität steht, mehr als auf Quantität.
Und von daher gucke ich halt lieber, ich kaufe lieber ein bisschen teurere Sachen. Ab und zu verspüre ich natürlich auch total Lust, zu Hause einfach mal so ein bisschen, ja, eine Berliner Currywurst zu essen. Und dazu habe ich hier ganz einfach, ja, die Eberswalder Rostbratwurst ohne Darm gekauft. In Berlin isst man die nämlich ohne Darm, die Rostbratwurst. Ja, also die Currywurst an sich, die geht ganz einfach. Ja, man schmeißt einfach die Dinger hier in eine Pfanne, brät sie von jeder Seite an. Danach nimmt man die raus, macht ein bisschen Currysoße rüber, macht ein bisschen Currypulver rüber und schon ist sie fertig, die Berliner Currywurst. Und natürlich habe ich mir diesmal auch schön an der Theke was geben lassen. Einmal Wurst und einmal Fleisch. Bei der Wurst handelt es sich um einen Schweinebraten. Und beim Fleisch handelt es sich hierbei einmal um Straußensteaks, mariniert, super lecker. Wenn ihr bei Edeka seid und auf Fleisch steht, kann ich euch die nur empfehlen. Einmal Roastbeef für meinen Bulgogi und Schweinefiletspieße. Auch mariniert, sehr, sehr lecker. In Kräuterbutter, glaube ich. Zum Kochen und zum Braten verwende ich auch gerne Sesamöl. Der ist sehr, sehr kräftig, hat aber einen sehr, sehr schönen, ordentlichen Geschmack, wenn es um asiatische Küche geht. Ich weiß, dass man beispielsweise beim koreanischen Essen sehr, sehr gerne Sesamöl benutzt. Weil ich ja gerne dieses Bulgogi machen möchte, brauchte ich das unbedingt. Und als allerletztes brauche ich natürlich als Belohnung auch was für mich. Da habe ich hier mein Kokosnusswasser. Super lecker. Das gibt es in wirklich verschiedenen Variationen. Ich achte mal darauf, dass es wirklich, ja, biologisch ist. Und es erinnert mich immer wieder an meine Kindheit. Ich hoffe, euch hat mein kleines Edeka Food Haul gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mich abonniert. Vielleicht konnte ich euch auch ein paar Ideen zeigen, was man letztendlich alles noch in seinen Einkaufswagen einpacken könnte und ausprobieren könnte. Nun wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und beim nächsten Mal viel Spaß beim Einkaufen. Auf die Gesundheit! Prost! Und ein Knutscher von eurer Tyra. Bis zum nächsten Mal.